Hallihallo, ihr Lieben. So, die Technik zuerst. Damit ich euch alle sehen und leider nicht hören, aber zumindest lesen kann. Und ihr natürlich auch wisst, so, worum es hier heute geht. So, da schaue ich mir selber noch zu, damit ich eure Kommentare lesen und im besten Fall auch beantworten kann. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid alle, sitzt alle, liegt alle vielleicht noch auf dem Balkon, wohlbehalten und maximal entspannt zu Hause bei euch und hattet einen wunderbaren Sonntag. Es ist ja ein Sonntag gewesen, ich hoffe, bei allen von euch in Deutschland, wie er im Bilderbuche steht. Ihr habt euch wahrscheinlich hoffentlich ganz viel Eis gegessen oder ein bisschen auf dem Balkon, im Garten gechillt, Bücher gelesen, vielleicht seid ihr auch gewandert oder ein bisschen spaziert, habt auf jeden Fall das Leben und die wunderbare Welt da draußen und das tolle, tolle Wetter genossen. Und es war ja heute sogar schon so ein bisschen tropisch, fast so wie bei mir zu Hause, fast schon tropische Temperaturen waren da, teilweise 23 Grad, glaube ich schon. Das geht dann mittlerweile schon richtig in die sommerlichen Temperaturen. Und ich darf euch schon mal verraten, tropisch geht es hier heute Abend, heute Nachmittag, Spätnachmittag bei uns und beim Disney Deutschland Account auch zu. Ihr seht's, ich befinde mich in einem tropischen Dschungel. Das hat einen Grund, denn wir sind heute gemeinsam im Dschungel vom Dschungelbuch unterwegs. Ihr seht hier auch vielleicht auch schon, wen ich euch mitgebracht habe. Um den handelt es sich nämlich heute auch. Ja, ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen zum mittlerweile zweiten Disney Live Lettering mit Frau Hölle. Das bin ich, der mich noch nicht kennt oder beim letzten Mal nicht dabei war. Mein Name ist Tanja alias Frau Hölle und ich darf die nächste Stunde mit euch gemeinsam hier bei Disney Deutschland kreativ sein. Es ist, finde ich, die schönste Art, ein Wochenende und einen Sonntagabend ausklingen zu lassen, entspannt, mit einem leckeren Eis daneben und natürlich mit Stiften und Papier und allem, was das Herz begehrt, um heute ein Lettering zu zaubern. Es geht ums Dschungelbuch und viele von euch haben auch schon richtig geraten oder den Post bei Disney. Es geht natürlich um den weltbekannten Spruch von, es ist kein Spruch, es ist ein ganzes Lied, was Baloo gesungen hat, nämlich probier's mal mit Gemütlichkeit, weil ganz ehrlich, welcher Spruch, welcher Disney-Quote könnte besser zu einem Sonntagabend passen als probier's mal mit Gemütlichkeit? Ich glaube, spätestens ab 18, 19 Uhr nach dem Abendessen befinden wir uns alle im Gemütlichkeitsmodus. Und damit das noch besser klappt, sind wir heute noch gemeinsam kreativ. Und außerdem, falls ihr es noch nicht wisst, am Donnerstag ist Vatertag. Also falls ihr für Vatertag noch nichts vorbereitet und noch keine Karte geschrieben oder gemalt habt, dann würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, heute dran zu bleiben und mitzumachen. Denn was wir heute machen, könnt ihr auf jeden Fall auch für euren Vater als Vatertagskarte gestalten, mitgestalten, umgestalten, ein bisschen personalisieren und individualisieren. Und ja, Baloo war ja auch eine Art Vaterfigur für Mowgli im Dschungelbuch, ne? Es passt also alles irgendwie zusammen. Ja, wer bin ich ganz kurz und wieso bin ich hier bei Disney und mal mit euch irgendwie Buchstaben? Mein Name ist, wie gesagt, Tanja alias Frau Hölle. Ich bin die Gründerin und Inhaberin des Frau Hölle Studios im wunderschönen Herzen von München. Wir bieten unter normalen Umständen dort Lettering und Watercolor Workshops an. Aktuell machen wir das Ganze nur noch online. Wir haben auch einen Online-Shop, in dem wir Materialien um diese Themen verkaufen. Wir entwickeln auch eigene Produkte und sind für verschiedene Events buchbar. Und freuen uns einfach immer, wenn wir unsere kreativen Ideen und Tipps und Tricks an euch weitergeben und euch damit inspirieren können. Das so ein bisschen zu meiner Person. Disney begleitet mich schon ein Leben lang. Ihr seht es auch hier vor allen Dingen Star Wars. Mein Sohn heißt Ben. Also Disney zieht sich durch und durch. Und ich habe mich deswegen wie Bolle gefreut, als ich vor 3 Jahren tatsächlich beruflich meinen allerersten Auftrag von Disney bekommen habe für das Disney Princess Lettering. Das war ein Workshop. Ja, und seitdem bin ich immer mal wieder Lettering tätig für Disney und am allerliebsten mit euch gemeinsam, nicht nur mit Disney. Und deswegen freue ich mich super, 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 dass das Format Disney Live Lettering heute schon zum zweiten Mal stattfindet. Und so viel kann ich schon mal verraten. Es wird nicht das letzte Mal bleiben. Falls ihr doch noch ein Eis essen gehen wollt oder irgendwas anderes machen wollt mit eurem Sonntagabend, das Ganze wird direkt im Anschluss auf IGTV gespeichert, für immer und ewig und danach noch auf YouTube und bei Disney Magic Moments, einer neuen interaktiven Plattform. Also ihr könnt es auf jeden Fall bis Donnerstag zum Vatertag noch ganz, ganz oft anschauen und stoppen und weitermachen, sodass ihr auch alle auf jeden Fall mitkommt. Aber wie immer sind die Disney Live Lettering Formate alle für absolute Anfänger geeignet. Ihr müsst keinerlei Vorkenntnisse haben und auch ich habe mir alles nur selbst beigebracht.
in den letzten 6 Jahren. Ist schon ein bisschen länger her, aber ich garantiere euch, ihr werdet alle mega schöne Ergebnisse erzielen heute. Was ist Lettering? Das habe ich letztes Mal auch schon kurz erklärt. Ein Satz dazu. Lettering ist einfach nur schön schreiben von Buchstaben, aber hat nichts mit eurer Handschrift zu tun. Deswegen, falls ihr keine schöne Handschrift habt, unbedingt dranbleiben und mitmachen. Ihr werdet trotzdem ein wunderschönes Ergebnis danach gestalten können. Das verspreche ich euch. Teilt eure Ergebnisse auf jeden Fall und auch euren Prozess gerne unter Disney Live Lettering, Hashtag natürlich, damit wir das sehen können und dann auch wieder vielleicht selber weiter teilen können und ganz, ganz viele noch damit inspirieren können. Schön, dass ihr mit dabei seid. Falls ihr Fragen zu den Materialien oder zu Techniken oder zu irgendwas habt, dann stellt sie gerne da unten in den Kommentaren über Balus Köpfchen. Dann werde ich versuchen, ich die zu beantworten oder auch das Frau Hölle Studio. Die sind nämlich auch mit dabei, meine Mädels aus dem Team, sodass auf jeden Fall keine Fragen für euch heute offen bleiben, wenn ich in meinem Kreativtunnel gleich bin. Ich würde jetzt auch mal sagen, wir drehen die Kamera um, damit wir ganz, ganz viel Zeit haben, um kreativ zu werden. Und ich wünsche euch schon mal ganz, ganz viel Spaß mit einer kreativen Stunde und Balu, den entführe ich nämlich auch gleich noch in mein Setup. Während ich in mein Setup so ein bisschen umdrehe, könnt ihr mir vielleicht schon mal kurz verraten, ob ihr beim letzten Mal mit dabei wart und ob ihr schon Lettering-Vorerfahrungen habt. Dann können wir nämlich mal gucken, wo wir uns alle befinden und wo wir einsteigen im Lettering. So, ich switch die Kamera und gleich seht ihr noch mehr Dschungel. So. Und baue mir mal kurz meine Technik hier zurecht. Und ich hoffe natürlich, ihr habt zu Hause auch alles vorbereitet. Ihr hattet ja die Vorlage schon in der Story und auch im Feed vom Balu, dem wunderbar sympathischen Bären. Es ist eigentlich mein Lieblingscharakter, glaube ich, sogar aus dem Dschungelbuch, weil er einfach so gemütlich ist und irgendwie nichts ihn aus der Ruhe bringen kann. Das wünsche ich mir auch manchmal im Leben. Ach. Jeder sollte ein bisschen Balu sein oder ein bisschen was von Balu haben, glaube ich. So, das schaut doch schon mal gut aus. Ich hoffe, ihr könnt mich immer noch alle gut hören und auch gut sehen. Ich rutsche Balu auch später so ein bisschen nach oben und zoome darauf. Keine Sorge, dass ihr mir wirklich alle auch gut auf die Finger schauen könnt, was hier so passiert. Und hier ist mein kleiner Glücksbringer, damit auch alles gut geht heute. Wie immer würde ich sagen, starten wir mal ganz kurz mit der Vorstellung der Materialien. Und wie gesagt, es ist immer so bei den Disney Live Letterings, dass ihr mit jedem Material zu Hause mitmachen könnt. Wir erwarten von euch also nicht, dass ihr mit den professionellsten Künstlermaterialien ausgestattet seid. Deswegen braucht ihr für den heutigen Abend ja auch nur einen Bleistift. Ich habe so einen Druckbleistift, mit dem ich gerne arbeite, ein Radiergummi und einen schwarzen Filzstift. Egal welcher, Hauptsache nicht zu dünn. Feinliner wäre schlecht, weil wir natürlich am Ende den ganzen Bären damit ausmalen wollen. Also nicht den ganzen, aber später werdet ihr sehen, warum der Stift nicht zu dünn sein sollte dafür. Natürlich brauchen wir auch ein Papier und da hatte ich euch im Vorfeld ja schon gebeten, diese Balu-Silhouette auszudrucken oder abzupausen auf ein DIN A4-Papier. Das habe ich hier bei mir liegen. Falls ihr das nicht gemacht habt, könnt ihr das entweder im Nachgang nochmal runterladen in der Story von Disney oder auch bei mir in der Story oder einfach ohne Balu-Silhouette malen. Also alles, was ich heute mit euch gemeinsam male und auch lettere, könnt ihr auch einfach so aufs blanke Blatt Papier lettern, ohne das in eine Balu-Silhouette setzen zu müssen. Also keine Ausreden, jeder kann mitmachen, auch wenn er sich nicht vorbereitet hat oder erst gerade zufällig zugeschalten hat. Kann ja auch sein, dass ihr gerade erst von der Eisdiele nach Hause kommt und deswegen gar nicht wisst, worum es ja eigentlich geht. Dann macht einfach mit. Gut, so viel zum Material. Wie gesagt, mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen und mehr braucht ihr auch nicht. Und dann können wir auch schon direkt loslegen. Eine Sache vielleicht noch, schon ein bisschen so eher ein Profi-Tipp, würde ich mal sagen. Ich arbeite immer auch bei einfachen Letterings auf glattem Papier. Es ist nicht beschichtet, es ist aber glatt, damit die Stifte und auch die Filzstiftspitzen wirklich schön über dem Papier gleiten und man einfach wirklich schöner und auch vor allem leichter gerade Linien damit zeichnen kann. Also das hilft euch so ein bisschen auch als Anfänger, kein so ein super billiges Kopierpapier zu nehmen, sondern eins, was vielleicht ein bisschen hochwertiger ist und so ein bisschen eine glattere Struktur hat. Gut, auf los geht's los und zu Beginn folgt natürlich nochmal eine kleine Wiederholung von dem, was wir letztes Mal gemacht haben, beziehungsweise ein kleiner Exkurs in die Grundlagen des Letterings von den paar Schriftarten, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen. Ja, es ist euch aufgefallen, ich habe heute extra meinen Nagellack passend zum Setup gemacht. Das ist auch mein Jungle Fever Nagellack. Soll ja alles passen. Also, bevor wir uns Balu widmen,
Schnappt euch einfach mal kurz euren Filzstift und euren Bleistift, den brauchen wir auch gleich, und ein Blatt Papier und lasst uns noch mal kurz anschauen, was eigentlich Lettering ist, was für verschiedene Schriftarten wir gleich benutzen werden und was die Besonderheit an der Baloo-Silhouette ist und welche ganz besondere Art von Lettering-Stilen wir dafür benötigen. Beim letzten Livestream, wo wir Hakuna Matata gelettert haben, da haben wir 2 bzw. 3 Schriftarten benutzt. Und eine davon, das war die allereinfachste, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, das war Sans Serif. Sans Serif, also ich male jetzt mal hier groß hin, Sans Serif und Großbuchstaben heißt Sans Serif Französisch, ohne Serifen, ohne Füßchen. Großbuchstaben, die kennt ihr selber, einfach ein Großbuchstabe. Ohne Füßchen, einfach so, wie ihr die Buchstaben auch in der Schule lernt. Dann gab es aber natürlich auch noch die zweite Variante, die bisschen exklusivere Variante der Buchstaben, nämlich, wenn wir an die Sans-Serif-Buchstaben noch Füßchen, also die sogenannten Serifen, dran gemacht haben und eine Verdickung. Ich hoffe, ihr könnt euch noch so ein bisschen daran erinnern, das haben wir ja alles gemeinsam geübt, beziehungsweise Hakuna Matata damit umgesetzt. Sans Serif und Serif, das waren die beiden Schriftarten, mit denen wir letztes Mal gearbeitet und gelettert haben. Und die sogenannte, ich würde es jetzt mal positive Schriftarten sind, formulieren. Positiv nicht deswegen, weil sie super positiv und optimistisch sind, sondern positiv, weil sie schwarz auf weiß stehen. Aber was wir heute brauchen, sind negative Schriftarten, also invertierte Schriftarten, damit wir unsere Baloo-Silhouette damit füllen können. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit möchte ich euch zuallererst mal zeigen, nämlich sogenannte Blockbuchstaben. Nicht Buch, sondern Buch. Blockbuchstaben. Malt euch also einfach mal zur Übung nochmal euer Großbuchstaben Sans Serif A auf. So. Und dann malt einfach mal, beziehungsweise lasst uns doch gleich mal vielleicht noch mit der Serife arbeiten. Das brauchen wir nämlich später auch genauso. Und dann zeichnet einfach mal um eure Serifen A einen Rahmen. Einen Rahmen in, ich würde mal sagen, ja, ungefähr so 3 bis 4 mm Abstand um euer Bleistift A. Keine Sorge, ich zoome auch später noch ein bisschen ran. Aber damit ihr jetzt mal die Übersicht noch habt und den Überblick habt, lasse ich das jetzt kurz mal noch so. Also ihr umrahmt einfach den kompletten Buchstaben im Abstand von 2 bis 3 bis 4 mm. Dann habt ihr aus einem positiven Serifen A ein negatives Serifen A gemacht. Beziehungsweise noch ist es einfach nur ein Blockbuchstaben Serifen A. Der hat Körper, das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel auch Muster reinsetzen und den irgendwie anderweitig füllen. Aber für uns ganz wichtig, ihr könnt auch einfach, ich mache es jetzt nochmal so ganz grob zur Vorstellung, ihr könnt auch einfach später den Hintergrund hinter diesem invertierten Serifen, also dem Blockbuchstaben, ausmalen, füllen. Und trotzdem ist der Buchstabe noch leserlich. Wenn ich das bei den oberen Buchstaben mache, dann habe ich natürlich schwarz mit schwarz gemischt. Dann kann ich da nicht mehr wirklich viel erkennen und lesen. Und dann später noch natürlich unser vorgezeichnetes A wegradieren. Und dann habe ich hier einen wunderschönen Blockbuchstaben invertiert. War ich zu schnell, habe ein bisschen geschmiert, aber wir üben ja auch nur. Ich zeige es euch ja auch nur. Das ist also die allererste Möglichkeit, um Buchstaben quasi zu invertieren und auch innerhalb einer gefüllten Farbfläche sichtbar zu machen. Das sollte man auch noch ausfüllen. Die zweite Möglichkeit ist ein sogenannter Behälter. Da malen wir jetzt einfach mal so ein Rechteck. Das könnte ein Rechteck sein, das könnte später nämlich auch mal eine Schleife sein, ein Banner sein. Und in dieses Rechteck, in dieses weiße Rechteck, weil wir auf dem weißen Papier arbeiten, können wir auch mal einfach ein A reinschreiben, ohne Serifen, völlig egal. Und dann aber auch schon wieder eine Möglichkeit geschaffen, wenn jetzt die äußere Umgebung geschwärzt ist oder irgendeine andere Farbe hat. Ihr könnt natürlich auch den Ballon einer anderen Farbe ausmalen. Wenn ihr andere Stifte gerade zu Hause habt, vielleicht noch die grünen von letztem Mal, könnt ihr Baloo auch grün oder braun ausmalen. Auch hier seht ihr, in so einer Art Behälter könnt ihr Buchstaben ganz normal positiv schreiben und sie sind trotzdem innerhalb oder auf ihrer weißen Oberfläche und der Grundierung gut erkennbar und lesbar. Also schon mal 2 sehr bequeme Möglichkeiten, Buchstaben zu invertieren. Die dritte Möglichkeit ist auch easy peasy. Malt dazu einfach mal mit dem Filzstift euer A
wieder genauso wie gerade eben. Und dann mit der sogenannten Umrandungstechnik bzw. Umrahmungstechnik malt einfach mal einen Rahmen um euer A. Ähnlich wie da oben bei dem Blockbuchstaben A, aber jetzt mal wirklich mal mit dem Filzstift um das bereits gezeichnete A. Da oben haben wir mit dem Bleistift vorgemalt, den wir wieder wegradieren. Jetzt lassen wir den Buchstaben stehen und umrahmen ihn einfach einmal, auch wieder so im Abstand von, na, ich würde mal sagen 2 mm. Also wirklich ganz, ganz nah und ganz in Ruhe. Innen drin auch noch. Dann können wir wieder ein bisschen außenrum ausmalen. Das müsst ihr natürlich nicht nachmachen, das mache ich ja nur, um euch das mal zu verdeutlichen. Damit also auch in dieser sogenannten, ich nenne sie einfach mal so, Rahmenvariante, die Buchstaben trotzdem noch gut lesbar sind. Es ist ein bisschen so wie Linoleum-Schnitt bzw. Technik, Drucktechnik, falls ihr das schon mal gemacht habt, da müsst ihr euch auch immer überlegen, was bleibt stehen und was schnitt sich weg, damit ihr am Ende nicht genau das Gegenteil habt, von dem, was ihr eigentlich wolltet. Aber hier seht ihr wirklich drei ganz easy-peasy Möglichkeiten, um eben auch auf Schwarz zu lettern, beziehungsweise die Schrift auf Schwarz sichtbar zu machen. So viel schon mal zu den Trockenübungen vorab. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt weiter in den Baloo. Ich bin an eurer Seite, ihr müsst keine Angst haben. Und auch wenn ihr denkt, ihr schafft das nicht, macht einfach mal mit. Schnappt euch einen Bleistift, was ihr gerade irgendwie zu Hause findet. Malt mit, macht euch eine schöne Musik an, vielleicht das Dschungelbuch. Und habt eine schöne, entspannte und entschleunigende nächste Dreiviertelstunde mit mir. So. Auf los geht's los. Ich schnapp mir auch meine Baloo-Silhouette, die ich auf A4 ausgedruckt habe. Ich lege noch ein bisschen Papier drunter, damit ich hier nicht diese ganzen Wellen von meinem Untergrund spüre. Das sieht man nämlich später auch alles im Lettering. So. Und dann zoome ich natürlich dann auch noch für euch ran gleich. Wie immer oder wie ganz oft beginnen wir jetzt zuallererst mal mit dem Bleistift und malen uns zuerst mal kurz eine Skizze vor. Ich muss mal kurz hier, es ist ja alles immer live, die Tür zu machen, damit ihr nicht meine piepende Waschmaschine im Hintergrund die ganze Zeit hört. Live ist live. So ist es nun mal. Hier ist noch ein Haar von mir. So. Also, wie immer beginnen wir mit dem Bleistift, um uns erstmal eine Vorzeichnung zu machen, bevor wir damit den Filzstift später alles ausfüllen. Bei Probier's mal mit Gemütlichkeit habe ich mir überlegt, dass ich Probier's oben bei Baloo zwischen die beiden nach oben gebeugten Arme packen möchte. Gemütlichkeit kommt hier unten rein in den gemütlichen Popo vom Baloo und mal mit, das sind ja quasi zwei kleine Füllwörter, die möchte ich hier wirklich hier als Bauchbinde, mehr oder weniger sogar im Massenbinde des Wortes bei Baloo reinpacken, in eine Art Schleife oder Banner, nennt man das bei uns zumindest, bei den Letter-Leuten. Und ich mache es ganz oft so, dass ich mir wirklich die Komposition von der Mitte nach außen oder nach oben oder nach unten ausarbeite bzw. gestalte, immer je nachdem, was mein ausschlaggebendes gestalterisches Element ist. Und hier ist es wirklich diese Bauchbinde von Baloo. Und genau deswegen, und ich zoome jetzt auch gleich mal ein bisschen rein für euch. Allerdings seht ihr dann gar nicht mehr viel von meiner wunderschönen Deko. Aber noch so ein paar Blättchen von meiner Pilea, damit noch so ein bisschen Dschungelfeeling bleibt. Das ist doch auch hübsch. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir jetzt einfach mal mit der Bauchbinde von Baloo. Ich nehme also meinen Bleistift und male mir jetzt als allererstes mal hier, ich würde mal sagen, so ein bisschen unterhalb der rechten Achsel von Baloo eine geschwungene Linie. Das Ganze wiederhole ich nochmal weiter unten. Ich sagte ja, es wird im wahrsten Sinne des Wortes eine kleine Bauchbinde. Und dann mache ich das Ganze nochmal darunter. Wieder in so einem kleinen Abstand. Und nochmal. Also eigentlich mache ich vier Wellenlinien, die alle ungefähr gleich aussehen sollen. Ich muss jetzt doch mal hier noch so ein bisschen hochschieben kann für euch meinen Dschungel. So, ein bisschen verändern, damit ihr mehr sehen könnt. Das wird also mein Banner. Schaut komisch aus, ist aber so. Funktioniert nämlich ganz, ganz einfach. Ihr macht erstmal links und rechts an unsere beiden Bannerstücke einen Abschluss, damit das Ganze schon mal so ein bisschen mehr
danach ausschaut, was es eigentlich sein soll. Und ein Banner, das sind jetzt nicht zwei Banner, sondern es ist ein Banner, ist immer eine geschlossene Form. Das heißt, wenn ihr hier wirklich oben die gebogene Linie weitermalt, würdet ihr jetzt da oben sich umdrehen, einen Bogen machen, eine kleine Kurve machen, hier weitergehen nach unten und wieder an der Oberkante des anderen Bandes weitergehen. Genauso mit der unteren Seite. Also stellt euch einfach wirklich physisch und bildlich vor, wie hier das Band herumgeht, da unten wieder um die Ecke kommt und dann wieder zur Unterseite des unteren Bandes geht. Also Banner und Schleifen schauen immer schwieriger aus, als es ist, wenn man sich einfach mal alles wirklich vorab aufzeichnet. Und das darf man mit dem Bleistift, man kann alles wieder wegradieren. Also überhaupt gar kein Problem. Das, was ich in der Mitte jetzt hier schon drüber gemalt habe, was nur zu meiner Hilfe gedient hat, kann ich wieder wegradieren, weil da will ich ja noch was reinlettern gleich. Aber mit dem Bleistift könnt ihr euch so viele Hilfezeichnungen machen, wie ihr wirklich braucht. Also nutzt es auf jeden Fall auch aus. Bleistift und Papier und Radiergummi ist ein ganz, ganz tolles Medium. Das muss und darf und soll benutzt werden. So, und hier haben wir also zwei wunderbare Körper und auch Behälter von unserer Übung vorhin gefunden, um unsere zwei Worte mal mit unterzubringen. Und damit die da gerade drin stehen, könnt ihr euch hier noch so ein bisschen Hilfslinien einzeichnen. So ein kleines Raster. Innerhalb von diesem Raster bewegen sich jetzt nämlich unsere Großbuchstaben in Sans-Serif. Die können wir alle, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, zu Beginn, damit ihr so ein bisschen aufgewärmt seid, auch für den Rest, der so ein bisschen anspruchsvoller ist. Deswegen probieren wir jetzt erstmal hier oben ein Mal mit reinzuschreiben. Also wirklich Großbuchstaben, die von oben bis unten gehen, von eurer gestrichelten Linie, eurer Hilfslinie. Und mit hier unten rein. Auch das ist das Schöne an Hilfslinien, dass sie wirklich dazu führen, dass ihr ein schönes Schriftbild habt, dass nichts irgendwie abstürzt und ihr könnt sie danach einfach alle wegradieren. Also ich kann mich immer wieder aussprechen für Radiergummi und Bleistift und alles einfach wegzuradieren danach. So, also da sind wir jetzt schon mal geübt, das können wir, das ist schon mal easy peasy. Jetzt geht es weiter mit Probier's. Das wird so ein bisschen interessanter, weil wir es ja oben in die beiden Arme vom Balou setzen. Und wir malen jetzt zuallererst mal auch wieder Großbuchstaben mit Serifen von links nach rechts. Probier's, P-R-O-B-I-E-R-S, kommt alles hier oben zwischen die beiden Arme. Und damit es auch wirklich so ein bisschen ja, locker, leicht, bouncy und gemütlich ausschaut, variiere ich bei den Buchstaben in der Größe. Also, fangen wir mal hier drüben an mit dem P. Das bringen wir mal hier unter bei der linken Achsel vom Balou. Und die Serifenbuchstaben sind ja wie die Sans-Serif-Buchstaben, mit dem Unterschied, dass sie eben diese Serifen haben und die dadurch ein bisschen klassischer einfach ausschauen, die Buchstaben. Aber es soll ja nicht zu starr und zu seriös wirken, das Ganze, sondern es ist ja was Lustiges. Der Balou hat ja ganz viel Spaß und versprüht ja auch ganz viel Spaß und Lebensfreude. Und deswegen, tschup, biegen wir diese Serifen auch mal so ein bisschen ab einfach, damit das also nicht alles super, super ernst ausschaut. Hier mein R biege ich auch so ein bisschen den unteren Bogen vom R, das untere Füßchen, damit ich nämlich in diese Lücke, die jetzt hier entsteht, mein O wie so ein schräges Ei einsetzen kann. Also ihr seht, ich versuche hier wirklich ganz, ganz bewusst, es ist kein Versehen, es ist ganz, ganz bewusst, die Buchstaben hier alle so ein bisschen bouncy, wavy und ungerade zu malen, damit sie einfach besser zu Balou passen. Ich hoffe, ihr malt alle fleißig mit. So, jetzt kommt unser I. Auch bei dem I können wir unten wieder so ein bisschen eine Beugung andeuten, damit es einfach alles so schön, ja, wirklich schief, schön schief ist eigentlich. Schön schief. Dann haben wir unser E. Dann kommt noch unser R. Das lasse ich so ein bisschen da oben in den Arm vom Balou mit reingehen. Da kommt noch der Bogen vom R hin, den nehme ich auch wieder mit hier rüber. Kleines gestalterisches Element, um so ein bisschen auch die Schriftart aufzulockern. Und hier habe ich noch Platz für mein S. Und das S mache ich wirklich auch so ganz
ausführlich schräg und randabfallend. Das ist hier auch wirklich wieder den rechten Arm von Balou berührt, ähnlich wie links. Ist auch so ein bisschen gestalterisches Element, alles immer so ein bisschen gleichartig zu machen, links und rechts, oben und unten und Stile auch links und rechts gleich zu machen. Und deswegen lassen wir hier beides randabfallend, beziehungsweise wir lassen den Rand abfallen an der Silhouette von Balou. Das war auch nicht schwierig, hoffe ich doch zumindest. Falls ihr Fragen habt, dürft ihr jederzeit fragen. Aber ich glaube, ihr kommt natürlich gar nicht zum Fragen stellen oder Kommentare schreiben, weil ihr natürlich ganz, ganz fleißig mit dem Lettering beschäftigt seid. Hoffe ich. Gut, das umrahmen wir dann später wie in unserer allerersten Technik geübt, nämlich mit den Blockbuchstaben. Aber das machen wir gleich mit dem Filzstift. Jetzt kommt unten noch unser Wort Gemütlichkeit. Und Gemütlichkeit möchte ich in dieser Rahmentechnik, die wir ja auch schon geübt hatten, mal. Ich zeige sie euch nochmal hier bei dem letzten A. Das heißt, wir schreiben jetzt auch erstmal alles in Druckbuchstaben, Großbuchstaben und Sans Serif. Und umranden das später mit unserem Filzstift. So, bisschen schwierig mit meinem Dschungel. Aber ich hoffe, ihr könnt noch alles gut erkennen. So, dann würde ich mal sagen, starten wir auf der linken Seite mit dem G. Auch das G von Gemütlichkeit. Übrigens, Gemütlichkeit ist natürlich ein sehr, sehr langes Wort. Das würde ich jetzt in eine Zeile hier nur mit sehr, sehr viel Quetschen reinbringen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, Gemütlichkeit einfach Gemütlichkeit zu trennen. Damit das hier wirklich alles in den schönen, dicken Popo reinpasst. So, also ein großes G, Großbuchstaben, Sans Serif und auch hier wieder so ein bisschen den Twist reinbringen, dass wir die Buchstaben also ein bisschen bouncy und schräg schreiben, hier bei dem E zum Beispiel, damit wir einfach wieder so ein bisschen auch die Stimmung vom Balou widerspiegeln. Kleiner, aber wichtiger Tipp von mir, bei unserer Gemütlichkeit da unten. Lasst zwischen den Buchstaben auf jeden Fall genug Platz, weil bedenkt, dass da später ja unser Rahmen noch mit dazukommt um die Buchstaben. Also auf jeden Fall nicht zu eng schreiben. Ansonsten lässt sich natürlich auch alles später noch korrigieren. Gemütlich. Ich kann die Pflanze auch gerne ganz wegschieben, wenn ihr nichts sehen könnt. Ich wollte euch nur so ein bisschen noch das Dschungelfeeling erhalten, aber damit könnt ihr vielleicht auch den oberen Teil dann noch gut erkennen. Ein I, ein C und mein H baue ich auch wieder so ein bisschen an den Rand hier von der Hüfte von Balou. Hauptsache es passt alles in die eine Zeile mit rein. So, jetzt könnt ihr auf jeden Fall alles gut erkennen. Oh, hier kann Balou ja noch so ein bisschen stehen. Bisschen Deko noch. So nackig. Jetzt haben wir noch Kite. Das ist auch so eine, ich will nicht sagen Regel vom Lettering, aber eine zumindest, es ist zumindest erlaubt im Lettering, dass man Worte auch mal so trennt oder aufschreibt, aufmalt, wie man sie sonst nicht trennen und aufmalen würde. Zumindest so weit, dass man es noch lesen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Lesbarkeit steht auch bei Letterings natürlich immer im Vordergrund, sonst macht es ja auch keinen Sinn, irgendwas an Karten zu verschenken, die man nicht mehr lesen kann. So, also das war, glaube ich, auch nicht sehr, sehr schwer. Ich habe mich, wie gesagt, versucht, wirklich auf die einfachsten Schriftarten und Möglichkeiten zu konzentrieren. Und jetzt würde ich mal sagen, kolorieren wir das Ganze mal. Was ich vorab noch ein bisschen machen möchte, ist, so ein bisschen die restliche Fläche vom Balou noch mit Deko-Elementen zu füllen. Stellt euch vor, wir malen das Ganze später schwarz aus. Das ist dann so ein bisschen viel schwarze Fläche. Ihr müsst aber auch bedenken, malt nicht so kleinteilige Elemente, also irgendwelche kleinen Sternchen oder sowas. Das wird nicht funktionieren, weil ihr die ja wiederum auch umrahmen müsst, damit sie später auf dem schwarzen Untergrund noch irgendwie hervorstechen und sichtbar bleiben. Deswegen habe ich mich für ein einfaches Deko-Element, nämlich Blubberblasen entschieden oder auch kleine Sprenkel, aber auch nicht zu klein. Die male ich jetzt einfach mal so überall so ein bisschen, auch randabfallend dazwischen. Die kann ich dann später auch gleich mit meinem schwarzen Stift umranden. Aber dann gewinnt das Ganze einfach noch so ein bisschen an Leichtigkeit. Und vor allem sind die ganzen Weißräume auch noch so ein bisschen gefüllt. Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch ein anderes Element verwenden. Ich muss dich mal kurz nach links stellen, Balou, sorry.
Ihr könnt ja auch jederzeit ein anderes Element verwenden, keine Sorge. Nur bitte nicht allzu filigran arbeiten. Oder ihr habt einen weißen G-Liner zu Hause, dann könnt ihr natürlich auch, machen wir so eine Beule oben hin, bei Balu. Dann könnt ihr natürlich auch nachträglich noch mit dem weißen G-Liner, wie so eine Art Tippex-Stift ist das, so ein G-Liner, Punkte einsetzen. Aber ich wollte es ja wirklich versuchen, so einfach möglich zu halten, damit ihr auch das einfach nur mit einem Filzstift machen könnt. So, jetzt geht's los. Halbzeit, wir sind gut in der Zeit. Deswegen schnappen wir uns jetzt mal unseren Filzstift und beginnen von oben nach unten das Ganze zu umranden bzw. zu umrahmen. Und ich würde hier wirklich von oben nach unten arbeiten, damit ihr nicht aus Versehen irgendwas verwischt beim Ausmalen und beim Umrahmen. Und später auch wirklich von oben nach unten den Balu ausfüllen. Aber dazu kommen wir noch. Jetzt umranden wir zuallererst mal unsere Serifenschrift da oben. Und das machen wir so, wie wir es vorhin auch geübt haben in der trockenen Übung. Nämlich, dass ihr wirklich um den Bleistiftstrich herum 2 bis 4 mm Platz lasst und dann mit dem Filzstift einen Rahmen setzt. Genereller Hinweis, macht die Abstände lieber größer als zu klein, weil der Filzstiftstrich an sich natürlich auch eine Masse auf dem Papier hat. Und dann tendiert man schnell dazu, alles viel zu klein zu machen. Und dann ist nur so ein ganz, ganz dünner weißer Strich später übrig. Also malt hier wirklich lieber ein bisschen größere Abstände. So als Tipp. So, also das ist wirklich jetzt einfach so ein bisschen die Pflicht, würde ich mal sagen, bevor es dann zur Kür geht, wenn wir später Balu ausmalen können. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, ist es ja gar nicht. So, hier kommt Bouncy. Und ihr seht, auch bei mir malt es alles nicht so perfekt aus. Also Lettering hat wirklich auch nichts mit Perfektionismus zu tun. Vor allem nicht als Anfänger. Es geht da wirklich um den Spaß und um das Ergebnis am Ende. Und da müsst ihr wirklich keine Sorgen haben, dass ihr irgendwas falsch macht. Ihr könnt quasi gar nichts falsch machen. So, hier kommt auch unsere Bouncy und Wavy Serife da unten rein. Hier ist unser E. Tschup. Unser R. Mal gucken, dass ich hier nicht noch zu eng werde. Tschup. So. Und das S. S ist ja mein persönlicher Nicht-Lieblingsbuchstabe. Das hat ja jeder, auch unter uns professionellen Lettering-Artists, einen Buchstaben, den er nicht so gerne hat. Das ist bei mir auf jeden Fall das S. Definitiv. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich hier oben auch noch irgendwo, also bei mir ist es ein bisschen schwierig bei meiner Komposition, ein Apostroph hinmachen. Probier's, wird ja gerne mal mit oder auch ohne Apostroph geschrieben. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Das ist euch überlassen. Ich habe aus Platzgründen auf das Apostroph verzichtet, aber lesen kann man es ja auch so gut. So, das hat gut geklappt. Ich hoffe auch bei euch. Genau, meine Vögelchen sind auch wieder gecastet hier für den Hintergrund-Soundeffekt, einen Soundteppich. Jetzt kommt unsere Schleife, unser Banner dran. Auch hier könnt ihr überhaupt nichts falsch machen. Malt einfach mal all das, was ihr mit dem Bleistift vorgemalt habt, mit eurem Filzstift ganz in Ruhe nach. Also beim Lettering geht es wirklich nicht um Schnelligkeit und wer ist der Schnellste und wer macht irgendwas am schnellsten, sondern es geht immer um Ruhe und Entschleunigung und auch dafür aber so ein bisschen um die Sauberkeit, dass man wirklich sauber die Buchstaben und auch die Elemente schreibt und malt und nachmalt und hier nicht zu doll huddelt. So. Weil je mehr man da huddelt, desto mehr sieht man später leider auch. So. Easy. Dann geht's auch noch mal weiter mit den Blasen. Die müssen wir natürlich auch noch alle umranden. Das können wir hier oben auch schon mal machen. Das geht ja ganz schnell. Lassen wir einfach alle unsere Dekoblasen hier oben umranden. Sorry, Balu, du stehst im Weg. Ich habe so wenig Platz. So. Und auch natürlich hier neben dem Banner
unsere Blasen oder für welche Elemente ihr euch vielleicht auch entschieden habt, umranden. Wenn es euch zu schnell geht, dann schaut euch das Ganze später nochmal im Replay an. Da könnt ihr auch wirklich dann auf Pause drücken, euch nochmal vielleicht eine Apfelschorle machen und dann ganz in Ruhe nochmal alles zu Hause nachmachen. Das ist immer schwierig, da alle gleichzeitig mitzunehmen, aber deswegen wird das Ganze auch noch gespeichert langfristig, bis in alle Ewigkeit. So, jetzt kommt unsere Rahmenschrift da unten und das ist total einfach, weil zuallererst mal malt ihr wirklich einfach jeden Buchstaben nochmal nach. Und das Schöne ist ja an so einem dickeren Filzstift, wie ich ihn jetzt ja auch benutze, dass man da gar nicht so besonders drauf achten muss, den besonders halten muss oder eine besondere trainierte Handhaltung, Stifthaltung oder wie sagt man, zu haben. Anders als, darauf wollte ich eigentlich hinaus, bei Feinlinern, wo man doch öfter mal zittert oder zittrige Linien sieht. Also das meinte ich nur damit, dass es natürlich auch für Anfänger mit einem dickeren Filzstift immer leichter ist, gerade Linien zu ziehen und es nicht alles zu wackelig wird. Hüllst du das P und das R nicht aus? Oh, endlich mal eine Frage. Juhu! Nein, also das P, das R, das B und übrigens auch das E da oben, das hülle ich nicht aus. Also ich male hier nicht diese inneren Löcher von den Buchstaben ein, weil ich das später noch innen drin dekorieren möchte. Aber so viel dann später. So, jetzt würde ich mal sagen, machen wir unten noch weiter mit der Rahmenschrift. Auch hier, wie in der Übung vorab, einfach um jeden Buchstaben einen Rahmen drum setzen. So, hier nehme ich die Höhlen aber mit von den Buchstaben. Und jetzt dürft ihr euch nicht irritieren lassen, dass das Ganze wahrscheinlich erstmal nicht so schön ausschaut, weil hier ziemlich viele Linien auf ziemlich wenig Raum sind. Lasst euch davon nicht irritieren, es wird noch richtig schön ausschauen. Da, wo ihr vielleicht auch ich hier so ein bisschen zu eng geworden seid, da müsst ihr so ein bisschen improvisieren. Manche Linien kreuzen sich dann vielleicht nicht, beziehungsweise manche Linien küssen sich hier sogar. Aber Hauptsache, ihr habt wirklich einen sichtbaren weißen Abstand zwischen, ja, da war es schon knapp hier. Da muss ich wohl später mit meinem G-Liner noch mal ein bisschen nachhelfen. So. Zwischen dem Buchstaben. So, die Kite kommt auch noch dran da unten. Da habe ich ein bisschen mehr Platz gelassen. Ich bin jetzt schon so gespannt, wie es bei euch ausschaut. So schade, dass nur ihr mir über die Schulter gucken könnt, aber ich euch nicht. So. Gut. Genau, es wird danach direkt auf IGTV gespeichert und auch auf YouTube und auch auf Disney Magical Moments. Also überall, 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 überall. Schlaufe vom T. Was war da? Was? Jetzt habe ich schon wieder. Machst du die Schlaufe über dem T nicht? Schlaufe vom T. Ich weiß gar nicht, welche Schlaufe. So, jetzt fangen wir mal an, das Ganze auszumalen. Ich weiß gar nicht, welche Schlaufe vom T. Hier ist ein T, da ist ein T, keine Schlaufe. Hier ist gemalt. Mal gucken. So, jetzt beginnt der eigentliche Spaß und da müssen wir mal gucken, ob wir alles noch in der Zeit schaffen. Aber jetzt könnt ihr, das ist das Gute, nichts mehr falsch, nichts mehr kaputt machen. Es ist quasi der Entwurf finalisiert und gesetzt. Und jetzt beginnt das sehr, sehr entschleunigende und meditative Ausmalen von Baloo. Also wenn wir damit nicht fertig werden, ich fange einfach schon mal an, von oben nach unten. Ach nee, bevor wir anfangen, oh ganz, ganz, ganz wichtig, bevor wir anfangen, Baloo jetzt wirklich von oben nach unten zu schwärzen mit dem Filzstift und der Tinte, radiert eure Vorzeichnungen weg. Weil je mehr Tinte auf dem Papier ist, desto mehr Gefahr und Risiko besteht natürlich auch, dass ihr später beim Wegradieren irgendwas verwischt. Und das ist das Allerärgerlichste für jeden Letterer, irgendwas zu verwischen. Das ist wirklich
sehr, 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 sehr tragisch. Und so viel kann man dann auch meistens gar nicht mehr irgendwie wegmachen und gut machen und ausbessern und tippexen. Das bleibt dann meistens für die Katz. Deswegen, und ihr seht, der Füllstift trocknet auch wirklich sehr, sehr schnell auf dem Papier. Also da müsst ihr nicht ewig lang warten. Da könnt ihr auch relativ schnell einfach wegradieren. Puh, und dann das Ganze füllen mit Farbe. Jetzt aber, jetzt haben wir alles wirklich gemacht. Jetzt kann nichts mehr passieren, von oben nach unten auszumalen. Und hier als Links- und als Rechtshänder, je nachdem, ich als Rechtshänder fange an, links auszumalen, damit ich hier einfach immer nie in Versuchung komme, irgendwas zu verwischen. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein sehr, sehr meditativer Prozess, in den ihr euch hoffentlich mit mir gemeinsam reinbegebt. Ihr könnt, also wie gesagt, wenn ich es nicht mehr schaffe, den ganz auszumalen bis um 5, das kann durchaus passieren. Ich habe aber natürlich eine finale Version vorbereitet, die ich euch zeigen kann. Aber ihr könnt jetzt wirklich nichts mehr falsch machen. Ihr malt einfach den Balou innen drin mit der Farbe aus, mit der ihr auch davor alles umrandet habt. Und achtet bitte einfach bei allen Elementen, wie hier auch bei den Blubberblasen, darauf, dass ihr sie nicht mit ausmalt, sondern dass ihr schön sauber drumherum malt, hier auch bei den Buchstaben. Also auch beim Ausmalen muss man sich so ein bisschen entschleunigen und nicht zu sehr huddeln, auch wenn es Zeit kostet. Aber glaubt mir, das Ergebnis ist es wirklich wert, dass man hier in Ruhe arbeitet. So. Was ich euch aber vielleicht noch zeigen möchte, weil ich glaube, ausmalen, da braucht ihr eigentlich gar nichts von mir wissen. Da braucht ihr mir auch gar nicht zugucken. Da kann ich euch auch gar keine Empfehlungen geben. Da kann ich so ein bisschen versuchen, auf eure Fragen noch zu antworten. Vielleicht noch ein Tipp, falls der ein oder andere von euch vielleicht auch noch andere, dickere Filzstifte zu Hause hat, kann er natürlich auch mit denen den Balou ausmalen. Schwärzere. Beziehungsweise ich habe hier zum Beispiel auch immer einen Brushpen. Egal welche, Hauptsache auch schwarz. Das sind so flexible Pinselstifte und mit denen, wenn ihr sie ganz schräg nehmt, könnt ihr natürlich viel schneller Flächen füllen. Das ist ganz praktisch bei so größeren Flächen. Oder aber ihr nehmt Aquarellfarbe, müsst aber natürlich darauf achten, dass die nicht allzu flüssig ist, weil wir hier kein Aquarellpapier haben. Oder aber ihr macht euch einfach das Dschungelbuch an oder schaut es nebenbei auf Disney Plus und malt den Balou dann aus. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit für heute Abend. So oder so kommt ihr irgendwann unten an. Ich habe es auch schon geschafft. Und seid danach absolut tiefenentspannt und habt danach ein schönes Ergebnis und könnt das Ganze ja auch gleich sogar als Vatertagskarte behalten, beziehungsweise eben nicht behalten, sondern an euren Papa verschenken. So, jetzt mache ich hier mal kurz Stopp, weil ich euch noch zeigen möchte, was wir jetzt hier mit diesen Blockbuchstaben, die ich hier extra freigelassen habe, hier machen können. Es gibt 1001 Möglichkeiten, wie wir solche körperlichen, also so Körperbuchstaben, nenne ich sie jetzt mal, solche Blockbuchstaben, die innen drin quasi eine Fläche haben, die wir füllen können, machen könnt. Ihr könnt sie dekorieren, ihr könnt Punkte reinmachen, Streifen reinmachen, ihr könnt sie mit Farbe ausmalen. Und was ich aber auch immer ganz cool finde, ihr könnt sie so mit sogenannten Stippling-Effekten füllen. Stippling ist einfach eine Art der Schattengenerierung durch Punkte, also durch Punktierung. Das heißt, ihr könnt hier einfach ganz, ganz viele kleine Punkte reinsetzen und so eine Art visuellen Schatten erzeugen. Also als hätten wir hier dieses P ausgehöhlt. Mir fällt gar nicht der Fachbegriff dafür ein. Es gibt bestimmt einen Fachbegriff für diese Höhlen, diese Löcher in Buchstaben. Ja, ich bin ja, wie gesagt, nicht gelernter Typograf, sondern Self-Made Artist. Da nennt man das halt einfach Höhlen. Diese Löcher und Höhlen im Buchstaben. Pünktchen. Also Stippling klingt mega cool. Habe auch nicht ich erfunden. Aber kann man eben super nutzen, um solche Leerkörper zu füllen. Schaut super fancy aus. Das Einzige, was ihr dazu wissen müsst, ist, dass ihr bei dem Schatten, den ihr stippelt, also punktet, oben immer einfach ein bisschen mehr und feiner und näher punktet. Das seht ihr hier auch bei dem B ganz gut. Und nach unten hin mit den Punkten loser werdet. Hier noch so ein paar natürlich reinmacht. Damit das wirklich für das Auge so einen, ja, Punktschatten nennt man das auch, ergibt nach oben hin. Weil wo mehr Masse, also wo mehr Tinte, da natürlich auch optisch einfach mehr Schatten. Und sieht das nicht super cool aus? Mein Filzstift ist fast leer. Was? Okay, das habe ich vielleicht davor nicht mit dazu gesagt, dass ihr einen Filzstift braucht, der jetzt nicht... Oh, hier habe ich sogar einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Naja, ups,
Guck, den können wir jetzt noch hier wegpunktieren und schon hat es keiner gemerkt. Schummeln ist übrigens auch das Wichtigste, was man lernt in einem Letterleben. Schummeln und improvisieren. So, schon hat keiner gesehen, dass Frau Hölle da Fehler gemacht hat. Ja, Filzstift, der ist doof. Da würde ich sagen, hol dir was zu trinken, schau dir den Livestream noch zu Ende an und such dir einen guten Filzstift und mach später nochmal weiter. So. Das ist also wirklich eine easy-peasy-Möglichkeit, um was ziemlich fancy aussehen zu lassen. Könnt ihr übrigens natürlich auch invertiert machen, also quasi positiv. Ihr könnt schwarze Buchstaben malen und dann einen punktierten Schatten rumsetzen. Es ist natürlich ja alles mal so ein bisschen umgedrehte Welt, schwarz auf weiß, weiß auf schwarz, die wir hier malen. Aber ihr seht auch, innerhalb von den Buchstaben klappt das super gut. So, also da haben wir schon mal wirklich viel mehr Fanciness reingemacht, als wenn wir einfach nur diese Höhlen und Löcher gemalt hätten. Und in meinen Banner, da habe ich gar nicht richtig wegradiert, sehe ich gerade. In meinen Banner möchte ich auch noch so ein paar Effekte mit reinbringen. Hier, den Hund habe ich aber nicht mitgecastet da draußen. Und zwar so ein paar, ja, auch Banner-Schatteneffekte, würde ich sie mal nennen. Also, das ist ja quasi hier die Rückseite vom Banner. Die können wir jetzt einfach mit so lockeren, leichten Strichen mal so ein bisschen schraffieren, damit man wirklich sieht, hier auch bei den Bögen, dass das die Rückseite ist. Aber Achtung, nicht zu viel, weil sonst haben wir hier eine schwarze Fläche und dann hebt sich das später auch nicht mehr ab. Doof. Und dann will ich noch links und rechts bei dem Banner einfach so ein paar kleine, wirklich ganz leichte Striche mit dem Filzstift malen. Um auch hier seht ihr dann gleich so ein bisschen diesen plastischen, dreidimensionalen Effekt zu haben. Also jetzt wirklich nicht doll aufdrücken auf den Filzstift, dass der wirklich nur mit der vorderen Spitze der Spitze übers Papier gleitet. Damit ich hier einfach dem Banner noch so ein bisschen Struktur und auch Textur mitgebe. Der Herr, da sind schon welche fertig oder wie, gibt es ja gar nicht. Wenn ihr fertig seid oder was anderes gemalt habt zum Dschungelbuch, könnt ihr das unter Hashtag Disney Live Lettering posten. Also das würde mich jetzt aber entrüsten, wenn da schon jemand fertig wäre. Und die Vorlage von Baloo, genau, die gibt es immer noch in der Story von Disney zum Screenshotten und Ausdrucken. Also, jetzt geht es weiter mit dem Ausmalen. Der Rest der Zeit ist nur Ausmalen. Und jetzt habt ihr aber nochmal gesehen, wie einfach es auch ist, wirklich diese ja, ungefüllten Buchstaben und auch Formen so ein bisschen zum Leben zu erwecken und noch ein bisschen mit Effekten zu füllen. Solltet ihr irgendwo mal irgendeinen Fehler gemacht haben, hier nochmal kurz der kleine Tipp am Rande. Es gibt eben G-Liner, die wirklich sehr, sehr deckend sind, auch auf Filzstifttinte. Das heißt, solltet ihr irgendwo einen Fehler gemacht haben, hier zum Beispiel, oder hier irgendeinen Punkt haben, der euch nicht gefällt, könnt ihr einfach mit so einem G-Liner drüber gehen und das quasi wie Tippex wegmachen. Oder wenn euch hier ein Strich nicht gefällt, es geht natürlich nur bei kleineren Linien und Elementen, jetzt nicht bei ganzen schwarzen Flächen, die würde ich jetzt nicht mit dem weißen Stift ausfüllen, da würde ich dann lieber nochmal anfangen, aber kleine Striche sind mit so einem Stift auf jeden Fall ganz, ganz leicht wieder wegmalbar. Ja, also jetzt sind wir wirklich im Endspurt sozusagen von unserem invertierten Baloo. Und im Übrigen ist das Ganze natürlich auch wieder nur als Inspiration gedacht, um überhaupt so ein bisschen in das Thema Lettering einzusteigen. Ihr könnt mit den ganzen Techniken natürlich auch ganz, ganz andere Silhouetten und Formen und Körper belettern. Zum Beispiel auch das Wort Papa einfach oder den Namen von eurem Papa schreiben. Invertieren, vielleicht ein Herz drum setzen oder irgendwas anderes, was eurem Papa gut gefällt. Vielleicht ein Auto oder ein Fußball oder ein Grill drumherum setzen. Oder ihr sucht euch vielleicht ein Bild von eurem Papa und vielleicht die Seitenansicht von eurem Papa, vom Gesicht und malt die Kontur, die Silhouette von dem Kopf von eurem Papa als Form, als Baloo-Form quasi. Und füllt die mit irgendeinem schönen Spruch für Vatertag. Also der Kreativität und der Möglichkeiten sind da wirklich keine Grenzen gesetzt, sodass ihr wirklich auch aus diesem Baloo-Lettering was fürs ganze Leben hoffentlich mitnehmen könnt. Und mich und Disney mal fleißig markiert, damit wir sehen, was ihr alles Tolles, Kreatives damit erstellt habt. Wenn hier so ein bisschen die einzelnen Striche zu sehen sind, ist das auch gar nicht weiter schlimm. Also das ist einfach nur mal der Tatsache geschuldet, dass es sich hier um einen Filzstift handelt. Ihr könnt als Idee natürlich auch das Ganze mal auf ein Aquarellpapier abpausen. Das kann man schlecht in den Drucker reinstecken.
Aber ihr könnt auch einfach die Balu-Vorlage natürlich hinten auf der Rückseite schraffieren mit Bleistift und dann auf ein Aquarellpapier, im besten Fall kalt gepresst, abhausen und das Ganze dann mal auf einem Aquarellpapier machen. Das Schöne ist, dann könnt ihr die ganze Fläche hier wirklich mit Aquarellfarbe füllen, vielleicht auch so ein bisschen Nass-in-Nass-Effekte mit dazu packen. Das stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Bisschen aufwendiger natürlich, auch eher was für Fortgeschrittene, weil man dann noch ein bisschen natürlich das Verhalten von der Aquarellfarbe verstehen und kennen muss. Aber nur um euch mal die unendlichen Möglichkeiten aufzuzeigen. Und last but not least, natürlich, wer ein technisches Tablet-Gerät zu Hause besitzt, egal welcher Marke, egal was für ein Programm ihr darauf nutzt zum Zeichnen, kann natürlich sowas auch digital zeichnen. Ich habe mein Balu auch digital vorab mal gezeichnet, weil man natürlich dann ganz einfach den Balu mit einem Klick oder einem Tap auf dem Tablet schwarz füllen kann und dann einfach in weiß drauf lettern kann. Das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin generell ein Mensch, der sehr, sehr gerne analog arbeitet und malt, weil es einfach eine andere Art von Gestalten ist und sehr viel entschleunigender hier. Dauert ja auch länger. Wie gesagt, das sind hier einzelne Striche versus ein Tap am Tablet, den man braucht. Aber es schaut halt irgendwie handgemacht auch einfach immer anders aus. Oh, hier oben habe ich gerade gesehen, habe ich noch meinen halben Balu-Arm vergessen. Das geht ja gar nicht. Mensch, kleiner Bär. So. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr für Kunstwerke mit dieser kleinen Inspirationsstunde am Sonntagabend erschafft. Und uns natürlich hoffentlich alle fleißig verlinkt. So, jetzt geht's hier Endspurt. Mal gucken, wie viel ich noch schaffe. Vielleicht schaffe ich sie sogar noch bis zum Ende hier unten. Und auf welchen Kunstwerken ihr uns verlinkt. Ob Aquarellkünstler unter euch dabei sind oder vielleicht Digitalkünstler. Oder ob euch vielleicht gleich heute Abend noch eine andere Figur schnappt und ein Disney-Lettering reinsetzt. Es gibt ja auch noch Mowgli. Es gibt ja aus dem Dschungelbuch so viele schöne Situationen, ach, die man da nehmen könnte, nutzen könnte. Um da ein Zitat reinzusetzen. Und nochmal der Hinweis, natürlich bleibt das Ganze auf IGTV gespeichert. Und auch auf YouTube, Disney Deutschland. Und falls ihr die Materialien nicht besitzt, gibt es die unter anderem natürlich auch bei uns im Frau-Hölle-Studio. Einfach zu shoppen. Und falls ihr euch mehr dafür interessiert, könnt ihr natürlich auch mal bei einem Workshop, bei einem richtigen Grundlagen-Workshop bei uns vorbeischauen. Leider aktuell nur virtuell, aber auch das macht eine Menge Spaß. Oder aber ihr wartet einfach bis zum nächsten Disney Live Lettering. Das gibt es nämlich garantiert, zwar nicht nächste Woche, aber schon bald. Wir lassen es euch auf jeden Fall wieder wissen auf dem Disney Deutschland Account, wann es in die nächste Runde geht. Ich weiß noch gar nicht, womit ich es dann zu tun habe. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn ich dann wieder das Briefing und den Wunsch der Mädels bekomme für das nächste Zitat. Das ist eigentlich immer der schönste Moment für mich und ich mir dann wieder irgendwas Kreatives damit und dafür überlegen kann für euch. Und habt keine Angst, diese Disney Live Letterings sind wirklich immer alle für Anfänger geeignet. Ihr müsst also hier, wenn ihr einschaltet, nichts an Vorkenntnissen mitbringen. Natürlich lernt ihr jedes Mal so ein bisschen was dazu, es baut aber nicht aufeinander auf, also keine Sorge. Wenn ihr mal nicht dabei sein könnt, wollt oder es euch einfach keinen Spaß macht, schaltet trotzdem das nächste Mal wieder ein. Ich glaube, ich schaffe das. In 6 Minuten schaffe ich das auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid auch schon so mega tiefenentspannt wie ich. Die Vögel werden gerade hier so ein bisschen leiser. Mein Stift hält auf jeden Fall gut durch. Der hat schon 2 Balus ausgemalt. Also der hält und hält und hält und malt und malt. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, könnt ihr auch jetzt immer noch gerne Fragen stellen. Oder ihr seid wahrscheinlich alle genauso wie ich schwerst damit beschäftigt, im Balu auszumalen und habe gar keine Hand frei. Solltet ihr aber noch Fragen haben, könnt ihr natürlich auch danach noch mir schreiben bezüglich Materialien oder irgendwas anderem. Mir, also Frau Hölle, einfach kurz eine Nachricht schicken. Dann beantworte ich auch da noch die Fragen gerne.
fertig mit Brushpen. Ja, mit dem Brushpen geht das natürlich alles schneller und mit Aquarellfarbe noch viel schneller. Aber nicht jeder hat ein Brushpen zu Hause. Brushpens, vielleicht benutzen wir Brushpens ja auch mal beim nächsten Disney Live Lettering. Das ist eine ganz tolle Sache, aber brauchen ein bisschen mehr Übung als Filzstifte. Aber da kriegt man auf jeden Fall auch super schöne Sachen in der Stunde zusammen. Ich glaube, wir nehmen nächstes Mal vielleicht Brushpens. Woher bekommt man die Vorlage? Die Vorlage ist immer noch in der Story von Disney und auch im Feed von Disney bei dem unübersehbaren grünen Ankündigungspost zu diesem Disney Live Lettering. Da, wenn ihr nach rechts swipet, findet ihr auch nochmal die Vorlage. Und bei mir natürlich auch. Auch bei mir auf dem Feed findet ihr diesen grünen Ankündigungspost von unserem Dschungel-Live-Lettering. Wupp, wupp. Puh. Mensch, Punktlandung. Und da könnt ihr die Vorlage runterladen. Oh. Puh, erstmal einen Schluck trinken. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, solltet ihr jetzt am Ende noch merken, dass irgendwas zu eng geworden ist oder ihr hier vielleicht doch ein bisschen unsauber gearbeitet habt, nochmal der Hinweis, ein weißer Geliner hilft hier wirklich ganz, ganz viel. Hier zum Beispiel bei dem C, da habe ich so ein bisschen geschludert. Dann einfach hier nochmal reingehen und da künstlich diesen Abstand schaffen. Das ist wirklich mein absoluter Helfer in der Not. So, auch hier, wenn ihr irgendwo zu eng gemalt habt, einfach mit dem G-Liner reingehen und schon. Jeder sollte einen G-Liner in der Tasche haben. So, einen schwarzen und einen weißen Stift, dann kann nichts mehr passieren. Also ihr könnt euch hier auf jeden Fall noch lange, lange austoben und alles noch, bis es dann hundertprozentig perfekt ist. Malen. Ach, die anderen Balus, natürlich. Moment. Also, jetzt mal hier wieder rausgezoomt, damit ihr meine schöne Dekoration natürlich nochmal hier sehen könnt. Also hier auch nochmal eine andere. Die haben wir, wie gesagt, gerade live gemalt. Und dann wollte ich euch natürlich auch noch meine Digital-Varianten zeigen. Also, hier mal zum Vergleich die Variante in der digitalisierten Version. Man kann hier wirklich einfach natürlich so ein bisschen sanfter bzw. sensibler arbeiten, auch an den Ecken und Kanten hier natürlich ein bisschen genauer arbeiten. Aber das ist eben auch der Stil, der hier einfach super genau aussieht. Man sieht sofort, das ist handgemacht, weil es eben unperfekt ist und das ist super perfekt und deswegen digital. Also man muss es mögen, aber hier vielleicht mal ganz gut der Vergleich zwischen analog und digital. Hier habe ich anstelle der Blubberblasen noch so ein paar Noten in den Balou reingesetzt, weil ich dachte, er singt das Lied ja, kann man ja auch noch mit dazu machen. Und was natürlich ein riesen, riesen Vorteil ist von digitalen Devices, ihr könnt auch so wunderschöne Schriftarten wie Script, also Schreibschrift, in dem Fall Brush Pen Schriftarten und Brush Letterings mit in eurem Balou reinmachen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung, die man so aber mit der Hand und mit dem Stift nur sehr, sehr schwer, sage ich mal, erzielen könnte. Es war eigentlich geplant für den heutigen Livestream, aber das dauert dann einfach wirklich zu viel Zeit. Schaut aber natürlich wahnsinnig schön aus, finde ich. Hier auch nochmal eine andere Variante von diesen Höhlen und Löchern. Das ist eher so die runtertropfende Variante, würde ich sie mal nennen, als die Punktvariante. Aber ihr seht, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten man hier mit einer einzigen Idee wirklich schaffen und gestalten kann. Und jetzt bin ich ganz, ganz, ganz gespannt auf eure eigenen Balus. Der kommt auch noch mit dazu. Der kleine Kollege, auf eure eigenen Balus, die ihr hoffentlich heute Abend oder die nächsten Tage bis zum Vatertag vielleicht noch alle malt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir, Disney und uns eure Balus und eure Ergebnisse vom Livestream zeigt. Einfach unter Hashtag Disney Live Lettering in der Story posten oder im Feed posten. Und dann, ja, gerne natürlich auch Feedback an mich, an Disney, falls es euch gefallen hat, was ihr euch vielleicht sonst noch wünscht an Sprüchen oder an Lettering-Stilen, an Arten, an Farben, was auch immer. Wir sind da wirklich offen für euch und haben ein offenes Ohr. Und ja, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wann das ist, erfahrt ihr auf jeden Fall hier auf diesem Account und auch natürlich bei mir, Frau Hölle. Ich würde sagen, Punktlandung 18 Uhr. Macht euch einen wunderschönen Abend. Erholt euch gut. Genießt das Leben und die Luft und das wunderschöne Abendwetter am Sonntagabend. Und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen,
Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mm-hmm.